In Sahih al-Bukhari wird berichtet, wie in der Zeit von Abu Bakr es zur Schlacht von Yamama kam. Und in dieser Schlacht sind einige der Rezitatoren des Korans gefallen. Und nach der Schlacht kam dann Umar zu Abu Bakr, der Kalif war, und hat ihm davon berichtet. Er sagte ihm, in dieser Schlacht sind einige von unseren Rezitatoren gefallen. Und vielleicht ist es eine gute Sache, wenn wir den Koran sammeln und zur Sicherheit aufbewahren. Denn bis zu dieser Zeit, bis zur Zeit von Abu Bakr und bis in dieser Zeit der Schlacht, war der Koran schriftlich festgehalten, aber er war bei verschiedenen Leuten. Einige hatten ihn auf einem Knochen, auf einem Schulterblatt von einem Kamel zum Beispiel notiert, einige so auf großen Palmblättern, andere auf Papyrus, auf Leder. So wurde er hier und da festgehalten. Aber in der Zeit von Abu Bakr und nach dieser Schlacht kam Umar mit dieser Idee zu Abu Bakr, um den Koran zu sammeln. Dass man ihn nicht mehr hier und da bei den Leuten lässt, sondern zur Sicherheit, falls in Zukunft mal etwas passiert, dass man ihn sammelt. Und Abu Bakr hat Angst. Er hat zu Umar gesagt, wie kann ich etwas tun, was Allahs Gesandter nicht getan hat. Und Umar sagte zu Abu Bakr, Wallahi, das ist eine gute Sache. Und es dauerte einige Zeit, bis Abu Bakr sich für diese Idee hat erweichen lassen, bis Umar ihn überzeugen konnte. Und Abu Bakr ist dann zu Zayd ibn Thabit gegangen und hat ihn damit beauftragt, die verschiedenen Manuskripte vom Koran zu sammeln. Und Zayd ibn Thabit hat zuerst das Gleiche gesagt, was Abu Bakr sagte. Wie kann ich etwas tun, was Allahs Gesandter nicht gemacht hat? Aber auch er brauchte seine Zeit, bis sein Herz weich geworden ist für diese Idee. Und er sagte, hätte Abu Bakr von mir verlangt, einen Berg zu bewegen, das wäre für mich wahrscheinlich leichter geworden als diese Aufgabe, was den Koran betrifft. Es war für ihn eine herausragende Verantwortung. Aber er ist dann losgegangen. Und Zayd ibn Thabit war nicht einfach irgendjemand. Zayd ibn Thabit war derjenige, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam war, als in dem Jahr seines Todes der Engel Jibril zu ihm kam und mit ihm den gesamten Koran wiederholte. Zweimal. Zayd ibn Thabit saß dabei. Er war deswegen besonders vertrauenswürdig, was den Koran betraf. Abu Bakr beauftragte ihn und Zayd ibn Thabit ist von Haus zu Haus gegangen und hat alle Manuskripte gesammelt, was die Leute notiert hatten vom Koran. Abu Bakr hat allerdings aus dem Koran noch kein Buch gemacht, wie wir es heute kennen. Er hat all diese Manuskripte gesammelt, hat sie bei sich verwahrt, aber er hat daraus kein Buch angefertigt. Das war auch zum Teil darin begründet, weil er sehr viel Angst davor hatte, sehr viel Respekt davor, etwas zu tun, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat. Als Abu Bakr verstorben war, hat er seine Manuskripte, die alle gesammelt waren, Umar anvertraut. Umar war der Kalif nach ihm. Abu Bakr hat ungefähr 2 Jahre regiert und nach ihm Umar ungefähr 12 Jahre. Und als Umar verstorben ist, hat er die Manuskripte seiner Tochter Hafsa hinterlassen. Sie war quasi nach dem Tod von Umar diejenigen, die die gesamten Koran-Manuskripte bei sich hatte. Und dann in der Zeit von Uthman, als der Islam sich ausgebreitet hat und immer mehr Länder umfasste, da kam irgendwann die Sorge auf, dass in weit entfernten Bezirken man vielleicht nicht mehr sicher wäre, wie man richtig den Koran rezitiert. Hudhayfa ibn al-Yaman kam zu Uthman, als er Kalif war, und er hat ihm davon berichtet. Und Uthman ist dann zur Tochter von Abu Bakr gegangen, beziehungsweise hat nach ihr schicken lassen und hat gesagt, also hat ihr mitgeteilt, er wollte die Manuskripte vom Koran sammeln und daraus ein Buch anfertigen. Und das hat Uthman dann getan. Uthman hat quasi Zayd ibn Thabit und noch einige andere damit beauftragt, also mehrere Kopien von dem Mushaf, dem Buch, herzustellen, wie wir es heute kennen. Dieses Buch wurde dann mehrfach kopiert. Also sie haben gleich mehrere Kopien angefertigt und wurde dann in die verschiedenen Provinzen vom Islamischen Reich verteilt, sodass jeder quasi dieselbe Kopie vom Mushaf hatte, auch in ganz, ganz entfernten Bezirken. Nicht nur in Medina und Mekka, wo es sowieso sehr viele Leute gab, die den Koran auswendig kannten, sondern auch in entfernten Bezirken, wohin der Islam sich verbreitet hatte.
Als diese Kopien erstellt waren, wurde alles andere verbrannt. Diese einzelnen Manuskripte, diese Palmblätter und so weiter existierten danach nicht mehr. Es gab nur noch die Kopien, die in der Zeit von Uthman ibn Affan aufbewahrt wurden. Die Kopien selber waren aber niemals das, wie soll ich sagen, Merkmal der Bewahrung des Korans. Es waren immer die Leute, die ihn im Herzen getragen haben. Der Koran wurde bewahrt, dass einer es mehreren anderen unterrichtet hat. Und sie haben es in der Öffentlichkeit vorgetragen, immer und immer wieder, den gesamten Koran von vorn bis hinten. Und nicht nur einer hat es kontrolliert, sondern mehrere andere haben es kontrolliert. Wenn man es mal so übertragen wollte auf dieses Beispiel, ist das nicht wie stille Post, als einer einem anderen etwas ins Ohr flüstert, sondern jemand lehrt 10 Leute ein Gedicht. Und diese 10 lernen es auswendig und tragen es immer wieder öffentlich vor. Vor anderen Leuten, die dasselbe Gedicht auswendig kennen. Und diese 10 geben es dann, wenn sie es auswendig können, an 10 weitere weiter. Die es auch öffentlich vortragen vor anderen Leuten, die das Gedicht auswendig kennen und so weiter und so fort. Auf diese Art und Weise schleichen sich nicht so leicht Fehler ein. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr sichere, ein sehr sicherer Weg, um das Ganze zu übertragen. Es gab damals immer nur einen Austausch untereinander und es wurde immer öffentlich vorgetragen. Erst in der Zeit, wo der Islam sich sehr weit ausgebreitet hat. Da hat man überhaupt erstmal die Notwendigkeit gesehen, dass man in entfernten Teilen, wo es vielleicht nicht so viele Leute gab, die ihn auswendig kannten, dass man den Koran als Buchform dorthin schickt. Vorher hat Allah es den Menschen überlassen, seine Offenbarung zu bewahren, zu sichern, könnte man sagen. Aber die Menschen waren dem tatsächlich nicht würdig. Sie haben immer wieder Änderungen daran vorgenommen, teils absichtlich, teils unabsichtlich. Und immer wieder kam ein Prophet, um das zu korrigieren, was die Menschen vorher verändert haben. Aber jetzt kommt bis zum jüngsten Tag kein Prophet mehr. Es wird niemals wieder jemand kommen, der Offenbarung erhält, so dass er quasi die letzte Offenbarung Allahs korrigieren könnte. Das bedeutet, sie muss auch bewahrt bleiben. Bei seiner letzten Offenbarung hat es deswegen Allah selbst übernommen, dass der Koran gesammelt wird, vorgetragen wird, rezitiert wird und dass er bewahrt bleibt bis zum jüngsten Tag.